So, hallo liebe Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Und wie ihr seht, ich bin schon gut gelaunt. Und wir starten heute wieder eine Folge realer Irrsinn zusammen. Und zwar mehr Abgeordnete in der Bürgerschaft Bremen lautet die aktuelle Folge bei den Kollegen von Extra 3. Und wir sehen uns mal an, was es damit auf sich hat. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, es wird mir nicht gefallen. Das war schon beim letzten realen Irrsinn so. Das war nicht lustig. Ich hoffe, ich behalte meinen Spaß. Wir starten mal. Das Land Bremen ist mit den Städten Bremen und Bremerhaven zwar das kleinste Land der Bundesrepublik, hat aber großartige Ideen. Nein, hat es definitiv nicht, glaube ich. Glaube ich nicht. Kann ich nicht dran glauben. Definitiv nicht. Kürzlich hat die stellvertretende Parlamentspräsidentin der bremischen Bürgerschaft festgestellt, dass es in Bremerhaven weniger Wahlberechtigte gibt. Die Bürgerschaft ist verpflichtet, regelmäßig zu überprüfen, ob die Mandatsverteilung im Landtag in den Wahlbereichen Bremen und Bremerhaven der Bevölkerungsentwicklung in den Städten entspricht. Leider mussten wir feststellen, dass das aktuell nicht mehr der Fall ist. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das wieder der Fall ist. Also, dass entweder die Zahl der Abgeordneten stimmt oder ihr es möglich macht, dass ihr mehr Wahlleute, also mehr Wahlberechtigte bekommt, damit das dann wieder stimmt. Zweiteres stelle ich mir schwerer vor als Ersteres, aber das würde ja dann wieder bedeuten, es müssten einige der Mitglieder des Parlaments, in diesem Fall der Bürgerschaft, auf ihr Geld verzichten. Wie traurig. Wenn ich Zeit habe, weine ich. Habe aber gerade keine Zeit. Der hat die bremische Bürgerschaft 84 Abgeordnete. 69 stammen aus Bremen und 15 aus Bremerhaven. Doch weil die Bevölkerung in Bremen steigt und in Bremerhaven sinkt, ist Bremerhaven mit seinen 15 Abgeordneten überrepräsentiert. Ja, wie gesagt, dann müssen einige der Bürgerschaftsmitglieder aus Bremerhaven eben aufhören und dann müssen eben ein paar mehr aus Bremen heran und ja, wie wär's? Aber das ist ja wieder eine Zwickmühle. Ich würde jetzt sagen, dann ziehen die aus Bremerhaven die Abgeordneten nach Bremen und werden dort wieder eingesetzt. Das geht aber natürlich nicht, weil dann fehlen ja wieder in Bremerhaven Leute, die dann wieder dafür sorgen, dass Bremerhaven übermäßig vertreten ist. Teufelskreis. Ganz schwierig zu lösen, gerade für Politiker. Nun könnte man den Bremerhavenern einfach einen Sitz wegnehmen. Aber weil die Bremerhavener Abgeordneten dann Ärger machen, gab es noch eine andere Idee. Und die Idee ist garantiert noch unsinniger, glaubt's mir. Die Bremerhavener behalten ihre 15 Sitze und die Bremer bekommen einfach 3 Sitze dazu. Schon stimmt's wieder. Und die Bürgerschaft vergrößert sich eben. Genial. Seht ihr's, ich hab's euch doch gesagt. Noch unsinniger. Wir halten ehrlich gesagt nicht so viel von der Idee, die Bürgerschaft zu vergrößern, weil es ja etwas paradox ist. Die Zahl der Stimmberechtigten geht zurück und die Zahl der Abgeordneten soll steigen. Also am Ende liefe das dann ungefähr so hinaus. Es gibt 100 Wähler auf einen Abgeordneten, sage ich jetzt mal einfach so. Ja? Und am Ende haben wir dann 100 Abgeordnete auf einen Wähler. Ach, das Parlament ist doch gar nicht so groß, oder? Wir haben ein relativ großes Parlament für relativ wenige Einwohner. Das Parlament ist größer als in anderen Bundesländern, die wesentlich mehr Einwohner haben als Bremen. Ja, seht ihr mal. Was sagt euch das, liebe Bremer? Verkleinern, nicht vergrößern. Falsche Art der Umsetzung von Fehlern. Bremen hat 84 Abgeordnete und 680.000 Einwohner. Das Saarland hat 51 Abgeordnete und 982.000 Einwohner. Ja, genau. Gut, damit ist im Verhältnis der Bremer Landtag mehr als doppelt so groß wie der Landtag in Saarbrücken. Von daher würde ich jetzt sagen, dass die Saarbrücker das irgendwie ein bisschen intelligenter machen, also die Saarländer.
Dabei sagt man immer die Saarländer. Ja, okay. Und Bremen macht's schlecht. Ja, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und die Frage ist, wird das Parlament wirklich besser, wenn dort mehr Abgeordnete sitzen? Definitiv nicht. Noch mehr Politiker braucht dieses Land nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Zumal die Politiker alle eins machen, wenn sie in ein Parlament gehen. Also ich weiß, obwohl, ich glaube, das hat eher was mit den Politikern zu tun. Sobald ein Mensch ein Politiker wird, schmeißt er jeglichen Realitätssinn in einen Korb, da steht Papierkorb drauf, verlässt ihn da und nimmt ihn nie wieder heraus. Weil jeder Politiker, den ich kenne, ist dermaßen weit ab von der Realität, die können gar keinen Realitätssinn haben. Naja, drei Abgeordnete werden ja nicht so viel kosten. Ach, 420.000 Euro im Jahr? Gut. Ich mach's für die Hälfte. Vereinzelt gibt es Proteste von wegen Demokratie und Vertrauensverlust. Aber hey, scheiß drauf. Die Bremer Bürgerschaft hat mit großer Mehrheit für die Vergrößerung des Parlaments gestimmt. Sag ich ja. Politiker. Jenseits von jeglicher Realität. Demokratie muss uns was wert sein. Und ehrlich gesagt ist das nicht das Teuerste an der Demokratie, wie viel ein Abgeordneter dann an Diät zusätzlich bekommt. Nein, ganz ehrlich. Das Teuerste an der Demokratie ist, dass es Volksvertreter gibt, die vergessen haben, was das Volk ist. Und denken, dass sie in einer anderen Sphäre leben, in der nur sie sind und das, was sie haben, alle haben. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Oh nein, das Teuerste an der Demokratie ist doch das Vertrauen. Ja, das Vertrauen habe ich in die Politik schon lange verloren. Es gibt so ein paar kleine Lichtblicke, die ich habe, die auch mich ab und zu treffen. Wo ich dann sage, okay, vielleicht unter Umständen ist irgendwo da draußen ein Politiker, der mitdenkt. Aber was nützt ein Politiker bei dem ganzen restlichen Unsinn? Ja, war trotzdem eine schöne Folge realer Unsinn. Ich habe mich gefreut. Und ja, wenn euch das Ganze genauso geht und ihr auch ein bisschen Spaß daran hattet, dann lasst doch ein Like da und geht dann auch noch rüber auf die Seite von den Kollegen von Extra 3. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Lasst den auch ein Like da. Und wenn ihr gerade bei dem ganzen Liken seid, könnt ihr unten bei mir oder auch bei denen oder und bei denen, nicht oder, einen Kommentar hinterlassen. Geht natürlich auch, wenn ihr eine Kritik habt, eine Anregung habt und sonst irgendwas loswerden wollt. Runter da, rein damit. Und weil ihr sowieso dann gerade da unten irgendwo unterwegs seid, da ist dann auf der Seite, glaube ich, ist das, oder ist das auf der Seite? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also auf einer der beiden Seiten ist dann so ein Feld, das ist rot, da könnt ihr draufklicken, das ist der Abo-Button. Gleiches auch bitte bei den Kollegen von Extra 3. Und wenn euch das dann wirklich so schon gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Der Real-Irrsinn geht uns garantiert nicht aus. Bis dahin sagt euch aber Tschüss, eure Josie.